Ja, verzeiht, ich war nicht ganz bei Trost. Lasst mich einfach. Ihr müsst zu Marjorie und Kashmir. Beschützt sie. Okay. Ich muss also weiter. Ich guck mal auf die Karte. Ach, da hinten muss ich jetzt hin. Helft Marjorie und Kashmir bei dem alten roten Werft. Oder bei der alten roten Werft. Ach du Scheiße, da muss ich ja jetzt hier mich hier durchschlängeln. Das ist ja auch krass. Da muss ich sie mir alle einzeln hier vorknüpfen. Macht gibt mir recht. Los, komm schon. Erst Verteidigung, dann Angriff. Ach, dass die da, achso, die ist schon tot, die liegt bloß noch da. Hier, frisst meine Bomben. <lacht> 1600, 1800. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, für mein Level her. Ja gut, ich bin, gut, hier sind wir gerade momentan aufgestiegen auf Level 80. Aber das hat ja von dem Equipment her nichts zu sagen. Hier, kümmert euch drum. So, und schieß auch drauf. Ich muss mich jetzt heilen. Darf nicht sein. Da ist er umgefallen, wie eine verfaulte Pflaume. So, ich mal gucken, ob wir uns hier irgendwie vorbeischleichen können. Neues Event in der Acht, du heilige Makrele, was geht denn da, bitteschön? Ich schleiche mich mal hier unten ran. Toxische Hexerin. Hey. Ich muss ja von unten irgendwie dahin kommen. So, schwimmen wir hier rüber und schleichen uns mal von unten ran, damit wir zum unserem Ziel erstmal kommen. Vielleicht haben wir ja denn da weitere Verstärkung auf unsere Seite. Und da sind die beiden auch schon, die irgendwie ziemlich komisch aussehen. Okay. Muss ich die jetzt alle töten? Macht euch zur Opferung bereit. Jawohl. Und er ist schon mal tot. Und Bomben abfeuern. Nimm die volle Breitseite. Das darf nicht sein. Im Prinzip ja. Sobald ihr mich konzentrieren lasst. Entschuldigung. Mist. Psst. Hallo, wer seid ihr beiden denn? Verteidige der toxischen Allianz, getötet 2 von 10, beseitige die Gegner im Dorf und sucht nach Spuren von Miforio und Kashmir. Okay, wir müssen diese alle töten. Habe ich mir schon fast gedacht. Gut, dann werden wir das mal, das Ganze das mal tun. Schmerzhaft werden. Ja, ich weiß. So, die Bogenschützin ist natürlich auch schon mal ausgelöscht. Gleich. Hier ist jetzt aber nichts mit heilen. Verdammt. Die versuchten natürlich trotz alledem zu heilen. Das finde ich nicht so schön. Da werden wir die ganze jetzt mal ein bisschen verblinden. Macht gibt mir recht.
So. Und wieder wechseln zu Waffen. Bis nächstes Mal. Aua, aua. Jetzt kriegen wir aber ein bisschen Arsch voll. Ich muss ein bisschen aufpassen. Los, komm schon, fall um jetzt. Jawohl. Geht doch. Jetzt haben wir 4 von 10 getötet. Und müssen die restlichen da oben auch noch killen. Na, das kann ja ein Spaß werden, liebe Leute. Ich werde aber mal mich hinten ran wagen. Einsiedler, Krebs. Wir müssen hier so ein bisschen geschickt vorgehen. Wir können jetzt hier nicht wie die Axt im Walde reinmarschieren. Sonst kriegen wir da nämlich zu sehr einen auf die Fresse. Auf Deutsch gesagt. Oh, ich glaube, das würde uns nicht gut bekommen. So. Das darf nicht sein. Es ist leider so. Auch wenn es nicht sein darf. So, ich versuche mal den hier hinten auch noch anzulocken. Macht euch zur Opferung bereit. Komm rein hier. Komm, komm. Sehr schön. Du bist da, wo ich dich haben wollte, in meiner Falle. Coole Sache. Wir haben jetzt... Was? 4 von 10 Getötete? Wieso steht immer noch 4 von 10? Ah, wir müssen die im Kreise töten, wa? Im Kreis und nicht außerhalb. Das ist natürlich bitter. So. Dann sind die anderen beiden. Milagwa und Merde. Ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Und dann werde ich mir den vorschnappen oben auf dem Berg. Okay. Guck, guck. Da ist er. Scheiße. So. Jetzt habe ich sie Donner erwischt. Macht gibt mir recht. Komm schon. Wehr dich nicht, Schneckchen. Ach du Scheiße. Okay. Nein. Das wirst du nicht tun. Das wirst du nicht tun, mein Freund. Das wirst du nicht tun. Das darf nicht sein. So, jetzt liegt er nämlich auch auf dem Boden. Hat er nur davon. Tja. So ist das. So geht das. So passiert das schnell. So, wir haben jetzt schon 6 von 10. Oh, komm her. Meine Freunde kümmern sich um euch. Deine Freundin? Dafür brauchst du auch nicht deine Freundin schicken. Ne? Oder was? Aua, jetzt hat er mich umgeboxt. Nein, nicht zerreißen. Und zack. Cool. Sehr schön. Ich habe jetzt irgendwie seine Seele zerrissen. Kann das sein? Einen großen Donnerbeutel bekommen. Okay. Das war natürlich sehr geil eben. Komm mal her hier, du Vogel. So.
Ja, komm her, beide in meine Falle. Sehr schön. Oh, oh. Na, 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 wer wird denn hier gleich so frech werden? Erst Verteidigung, dann Angriff. Aua, aua. Oh, 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 jetzt stecke ich hier ganz schön in der Bedrohle. Jetzt muss ich ihn hier schnell ausschalten. Und heilen darf ich natürlich nicht vergessen, liebe Freunde. Bezwinge die toxischen Allianzen. 25 von 25 Mitglieder der toxischen getötet. Cool. So, den haben wir auch gleich. Damit haben wir auch dieses Event geschafft und wir haben eine Truhe, eine Holzkiste bekommen. Da gucken wir mal rein, was wir da bekommen haben. Geile Sache, ein grausamer Krüteraxt der Qualen. So, das andere sammeln wir auch noch schnell ein hier. Was hier noch umherflutscht. So, Inventar. Und zwar haben wir bekommen eine grausame Krüteraxt der Qualen mit Zähigkeit, Vitalität und Zustandsschaden drauf. Eine geringe Skillung der Qual erhöht verursachte Blutungsdauer um 5%. So, wir haben hier noch, was haben wir noch gekriegt? Magellose, toxische Sporenprobe. Verwenden Sie oben Handwerksrezepte herzustellen oder bringen Sie zum Maiori Dulacqua im Donnerradlager. Okay. So, ich denke mal, wir haben die ja jetzt gebimselt. Können wir jetzt eigentlich nicht mal zu denen da unten runtergehen? So. Hallo? Ah, jetzt. Was mir seht. Hilfe ist da. Bald sind wir wieder im Lager. Wir können berichten, was wir über den Turm erfahren haben. Uns ausruhen. Ausruhen? Ich glaube kaum, dass wir... Jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Ihr werdet unter uns im Dreck kriechen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich mich erschrocken. Die Wut. Toxischer Oratus kämpfen wir jetzt. Ein vergifteter Ru- also ein Boss oder sowas. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, jetzt hier sind auch noch Spinnies gerufen worden. Level 80. So, ich werde hier meine Kiste rufen, die uns natürlich ein bisschen unterstützen soll dabei. Und schön auf den Boss kippen, feuern. Nicht das Bein. So. Sieht doch sehr gut aus. Während unsere Toxine euch den Geist zerfressen, schneiden unsere Klingen euch das Herz. Ja, ja, eure Klingen. Spielen wir. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, jetzt liege ich. Komm schon, Heilzauber. Auf der anderen Seite. Ist die auch schon tot? Nee. Noch nicht. Mich bringt nichts zu Fall. Nein, ich will die fertig machen. Los, komm schon, komm schon. Aber Hilfe. Wie viele Biere hatte ich? Ziemlich viele. Komm schon. Fall um. Ja, dich kriegen wir noch. Und ja. Jawohl.
So. Ah, das schaffen wir. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Die ist natürlich mit sämtlichen Scheiß belegt. Nette Technik. Endlich! Unsere Allianz gibt uns die Kraft, in höchste Höhen emporzuschnellen. So, dann werden wir immer hier ein bisschen Glibber unter der Nase reiben. Ich werde mich mal ein bisschen aus der Ferne ranwagen. So. Wie viele Biere hatte ich? Meine Ach verdammt, ich lieg schon wieder. Verdammt. Okay. Bin also down gegangen, aber es macht nichts. Ich bin ja schon wieder da. So, meine Kiste werde ich gleich mal hinwerfen hier. So. Sehr schön. Das könnten wir schaffen. Der hat ja nicht mehr viel. Der Vergiftete. Ah ne, der ist auch vergiftet. Besiege den toxischen Oratus, heißt der Typ. Los, komm schon. Schnell. Jawohl. Wir haben ihn besiegt. Very nice. Wie ich sagte, ehe man mich so unhöflich unterbrach. Solange der Turm da steht, sieht's wohl eher schlecht aus mit Ausruhen. Ihr solltet zurückgehen nach Götterfels. Damit sieht's noch schlechter aus. Vielleicht sollten wir unsere Freunde mal auf den neuesten Stand bringen. Bis vor kurzem war dieser Turm von Illusionsmagie verschleiert. Ich fand den perfekten Zauber. War ein Zufall. Es war fantastisch. Der Himmel wurde dunkel und... Ich konnte den magischen Rahmen erkennen. Es war die Illusion einer Mesmerin. Sie hatte die Augen geschlossen und hob die Hände. Ihre Fingerspitzen knisterten vor Magie. Ich fand den Riss im Schleier. Ein magischer Stich an der richtigen Stelle und er glitt herab wie... Die Kleider eines Nornbambierrat. Jory! Also der Schleier fiel und ihr habt ihn gesehen. Den Turm. Und die Kreid und den Albtraumhof. Sie wirkten unfroh. Tun sie jetzt noch. Geile Sache. Wir müssen den Turm beseitigen. Fragt sich nur wie. Sieht uneinnehmbar aus. Geh immer nach dem Aussehen, Jory. Wenn etwas wie eine Festung aussieht, beschützt es sicher etwas Kostbares. Ich würde ja zu gern einen Blick hineinwerfen, aber da am Fuß sind dicke Giftsporenwolken. Ein starkes Parfüm wäre gut. Wie das, was ich auf ein Tuch sprühe, wenn ich aromatische Krieger treffe. Genau. Gifte kenne ich gut. Ich könnte ein Gegengift brauen, wenn ich Gas- und Sporenproben hätte. Oha, oha, oha. Der Aufdeckung des Albtraum abgeschlossen. Cool, wir haben also eine Event-Quest abgeschlossen. Finde ich richtig nice. Jetzt haben wir hier 5 Sporenproben bekommen. Und was haben wir hier noch? Ampulle der flüssigen Karma. Und natürlich Muschelbeutel, wo wieder Sachen drin sind. Werden wir auch gleich uns mal aneignen. Wir können auch gleich mal reinschauen und schnuppern, was da drin ist. Wir öffnen erstmal hier diese schönen Beutelchens. Aha, aha. So, was haben wir hier drin? Ein Orichalkum-Herz. Ey, das ist ja very nice. Handwerksmagnetal Rüstungsschmied 400. Konstrukteurin. Aha. So, was haben wir hier noch? Ein Kriegshorn der Wütendes des Geomanten. Und zwei
Kapriolen mit mächtigem Blut. Eine Schulterpolster. Schriftrolle des Wissens. Benutze Doppelklick, um einen Fertigkeiten zu ver... um einen Fertigkeitspunkt zu verdienen. Aha. Gucken. Ah, cool. Zwei Seidenreste und natürlich hier ein Dolch des Berserkers des Geomanten. Level 65. So. Das müssen wir auch mal hier alles öffnen. Und können ja dann hier... Ach, was ist das denn hier? Zerrissene Kluft. Wir können ja hier ein bisschen was einlagern, was wir hier nicht so mit uns schleppen wollen. So. Ich denke mir mal, wir sind hier im Großen und Ganzen fertig. Wir können hier die nochmal anquatschen. Unsere Fürstin Kasimir und ich begeben uns zum Lager am Donnergrat. Sammelt bitte Sporenproben und bringen sie mit dorthin. Das wäre mir eine große Hilfe. Es sind zu früh, um genaueres zu sagen. Blablabla, alles klar, Dankeschön. Dann können wir jetzt hier eigentlich rein theoretisch hier wieder rausgehen. Aus dieser Instanz hier. Oh, das werden wir auch machen. Und kehren wieder zu Kesseks Hügel zurück. Sehr schön. Hat sich ja doch rein theoretisch etwas gelohnt, muss ich sagen. Wir haben hier auch einen Haufen Erfahrungspunkte gekriegt. Und hat auch sehr Spaß gemacht. Gegen den Typen. Der war ja auch nicht so schwer, jetzt sage ich mal so. Gut, wir haben ja Unterstützung gehabt. Ich habe Post bekommen. Ihr wurde zu Kesseks Hügel. Ja, ja, ist klar. So, Post. Eine toxische Allianz konfrontieren. Wir sind in das Lager beim Donnergarten zurückgekehrt, nachdem es uns gelang, diese hochaufgradende Monströsität im Herzen der Vitansee ans Licht zu bringen. Dieses bösartige Turm in außerhalb unserer Reichweite liegt, verschmutzt das Gebiet mit halluzinogenen Giften. Oh Gott. Maiori versucht mit allen Mitteln ein Gegengift zu finden. Wenn es euch gelingt sollte, Proben der toxischen Sporen zu sammeln, so bringt sie bitte zu Maiori. Ich vermute, ihr mischt bereits kräftig mit, nachdem ihr nicht den Typen seid, der untätig zusieht, während andere leiden. Solltet ihr nicht zu sehr damit beschäftigt sein, feindliche Übergriffe auf die Ressourcen zu vereiteln und oder die Ableger zurechtzustutzen, die vom Turm aus überall in Toria verwurzelt schlagen, so könnte Abtei Akanistin Dolja hier im Lager eure Hilfe gebrauchen. Sie will herausfinden, welche Motive die Kraft haben können, eine Allianz mit dem Albtraumhof zu schließen. Danke für eure steten Beistand. Danke für euren steten Beistand. Okay. Gut. Und das war erstmal dazu. Und guck mal hier auf der schlauen Karte. Ach, da sind ja noch mehr. Gelehrte Ellen. Wir gehen jetzt mal nach da oben hoch. Oh, was ist da denn? Hier sind ja überall solche toxischen. So, wir werden mal hier mal ein bisschen flinke Schuhe machen. Ja. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier eigentlich hoch? Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir eben hier außen rum. Ist mir auch recht. Kasumi? Der Name kommt mir bekannt vor, dieses Kasumi. Habe ich irgendwo schon mal... Ich glaube, das war mal aus dem Film oder so. So, da oben ist einer. Nur wie kommen wir jetzt da hoch? Müssen wir mal irgendwie hier außen rumlaufen? Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie von oben... Ja, wir müssten ja hier irgendwie hochkommen.
Ah, ich denke, wir kommen hier hoch auf der Seite. Coole Sache. Lass mich... Oh, das ist doch wieder... Weißt du, da kommt mal wieder so eine kleine Anhöhe nicht hoch. Also das ist ein bisschen... Ein bisschen armselig, muss ich sagen. Donnergradlager entdeckt. Abtei Arkanisten Dolja. Guten Tag. Dolja, können wir dich sprechen? Ich sammle Informationen für Mayori Dolakwa über das Mitwirken der Kreid in diesem toxischen Situation, in der wir uns gerade befinden. Aha, wie kann ich helfen? Ihr habt ein Gerät, das die magischen Signaturen von mächtigen Artefakte aufzeichnet. Nehmt eines an euch und helft uns dabei zu entdecken, wieso die Kraft diese Objekte verehren. Okay. Wo finde ich diese Objekt- oder Obelisk-Scherben? Suche in und die Krafttiefe herum nach ihnen. Anderen Gelehrten wissen zu berichten, dass die Kraft in Tyrias Gewässern sie anscheinend bei sich tragen. Klar, danke. Okay. Oh, gut, gut, gut. Weshalb, warum auch immer. So, ich denke mal, hier ist Major Dulak, die natürlich, glaube ich, wieder weitere Eventquests, glaube ich, mit sich tragen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich brauche Hilfe beim Sammeln von Spürenproben, um ein Gegengift zu finden, das dem Gift des Turms effektiv entgegenwirkt. Hey, Schätzchen. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Die Enthüllung des Albtraums wiederholen. Kommt zu mir. Nee, nicht über, nicht über wiederholen. Ja. Zerstöre die toxischen Ableger, die in Kennex Hügeln und den angezähnten Zonen spießen, bevor sie alle vergiften, und sprecht mit Arkanisten Dolja. Wie ich höre, beschäftigt sich damit, wie die Kreid die Geschehnisse betrachten. So. Hier scheint schon wieder irgendwie ein Event in der Nähe zu sein. Brecht die Moral der Zentaurenabtei. Ihr seid mein Glücksbringer. Ja. Das ist wohl... Ist wohl so. Ihr seid's. Okay. Gut, ich werde jetzt aber wohl oder übel erstmal an dieser Stelle eine Pause pausieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit Guldwurst 2 und ich denke mal, vielleicht werden wir noch mehr von dem Event zeigen. Müssen wir mal schauen. Seid gespannt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao! Tja, liebe Freunde, da haben wir es doch geschafft, die Toxischen den Arsch aufzureißen und unsere beiden Personen zu befreien. Tja, wie es natürlich in der nächsten Folge weitergehen wird, ob wir natürlich noch das Halloween-Event weitermachen, wenn es noch verfügbar ist oder nicht. Seid gespannt drauf und schaltet auch das nächste Mal wieder ein mit Stets auf Zack und Guldwurst 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.